Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar zu einem Spind-Aufräum-Video. Das haben sich ganz viele gewünscht, dass ich das mitfilme. Und da ich ein 24-Stunden-Video gerade auch drehe, das aber schon online gekommen ist, was ich euch unten in die Infobox verlinke, habe ich mir gedacht, ich habe eh so viel Zeit und ich habe gerade gegessen, deshalb mache ich mal ganz kurz meine Krümel hier weg. Mache ich jetzt halt mit euch den Spinnzauber und werde ein bisschen aufräumen und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ja, Leute, wo fange ich an? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Auf jeden Fall schaut mein Spind momentan so aus. Es ist wirklich eine Bombe eingeschlagen. Oh mein Gott. Was ist mit den Schabracken los, fragt man sich. Was ist überall in den Fächern los, fragt man sich. Oh mein Gott. Ja, ich werde das wieder so machen, dass ich alles rausreiße, wirklich alles, und dann neu einsortieren werde. Und Wintersachen, wie zum Beispiel hier, diesen Schal, Schlauchschal, werde ich dann, ich weiß nicht, irgendwo hinräumen, aber nicht mehr hier im Spind. Ich werde jetzt einfach mal ganz kurz hier meinen Schuh dagegen stellen, wenn das hebt. Aber ich glaube nicht. Hebt es nicht. Oh, Mist. Vielleicht die... Doch, es hebt. So, jetzt haben wir nämlich den Schrank sozusagen offen. Und jetzt reiße ich erstmal... Das sind halt so Sachen, die ich echt immer brauche, weil momentan juckt sich die Fauni. Deshalb kommt sowas natürlich dann auch in den Putzkasten und nicht einfach so in den Schrank. Weil dann kann ich nämlich das gleich, wenn ich die Fauni putze oder so, hernehmen. Deshalb kommt das hier rein. Und das werde ich dann später alles befüllen. Ich habe sicherlich noch mehr Sachen, wie zum Beispiel das Huhfett. Das kommt natürlich dann auch rein, weil ich das auch jeden Tag verwende. Und dann macht es natürlich mehr Sinn, wenn solche Sachen im Putzkasten sind. So, ich fange jetzt halt mit der oberen Reihe an und dann werde ich mich nach unten begeben. Ich reiße das, wie gesagt, alles raus und schmeiße es auf den Boden. Und dann sortiere ich aus. Oha! Das sind Faunis Lieblingsleckerlis. Von Pegos sind das die. Die Pegos Goodies. Habe ich hier unten auch welche stehen. Und die habe ich echt immer dabei. Und die sind immer in meiner Jackentasche. Werde ich wahrscheinlich hier in die Box reinfüllen. Ich habe hier auch nochmal eine Leckerli-Box. Mal gucken, wie ich das aufteilen werde. Aber die werden auf jeden Fall in so eine Schüssel rein. Ich habe jetzt halt hier zwei so Leckerli. Einmal eine Leckerli-Schüssel. Und dann habe ich hier einmal Hashtag verwöhnt. Das sind die Soulhorns. Müsli-Schalen. Und da werde ich jetzt halt die Leckerlis reinmachen. Und dann sind die auch gut aufgehoben. Und dann habe ich auf jeden Fall schon mal mehr Platz. Vielleicht passen auch zwei Packungen in eine rein. Das muss ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ansonsten teile ich sie halt auf. Bei uns in Bayern würde man sagen, sie gehen ums Arschlecken mit Eini. Und ich habe jetzt halt hier noch ein paar, die werde ich jetzt in meine Jackentasche verstauen und dann habe ich nämlich die Leckerlis hier in einer Müslischale drin, in so einer Tupperdose wollte ich schon fast sagen, nein, in einer so einer Müslischale und das sind jetzt halt echt nicht mehr viele, wie ihr sehen könnt und die werde ich jetzt halt in meinen Jackentaschen verteilen, ich habe ja eine Weste an. Und hier hängt meine Jacke, da werde ich die auch verteilen. Und dann kann ich nämlich das für was anderes verwenden, die Leckerlis. Box, muss ich mal schauen, was ich da reinmache. Aber die bleibt jetzt halt erstmal draußen. So, hier oben habe ich Bandagen drin. Und ich weiß auf jeden Fall, dass hier auch Bandagierunterlagen sind. Und ich glaube, das sind nämlich auch Bandagen. Und die nehme ich jetzt mal raus, die Kiste, weil ich dann da die anderen Bandagen reinmachen werde. Da ist auf jeden Fall noch Platz drinnen und hier nämlich auch, hier sind auch nochmal Bandagen. Gott, ich habe Fauni schon so lange nicht mehr bandagiert. Eskadron, Eskadron. Ja, muss ich mal gucken, wann ich die Fauni mal wieder bandagiere. Auf jeden Fall, ich glaube, soll ich die Bandagierunterlagen vielleicht hier so reintun? Ich glaube, ich mache das. Und da tue ich dann die schwarzen auch rein, die hier irgendwo drin hängen. Und was habe ich hier hinten noch? Ah, meine wunderschönen Fliegenhauben. Das ist eigentlich auch so Saisonware, also einfach mal Sommerware. Kann man eigentlich dann
mal irgendwie aufteilen, würde ich sagen. Und hier hinten drin, ich komme gar nicht da hinten hin. Ah, mein... Das läuft aus hier, wie ihr sehen könnt. Da muss ich rauswischen. Hier habe ich nämlich noch ein Fell-Conditioner. Da müssen wir auch mal schauen, wo wir den hin tun. Aber der kommt jetzt mal raus. Mein Sattelüberzug. Eigentlich brauche ich den gar nicht, weil ich diesen wunderschönen pinken hier habe. Und schaut euch mal diese ganzen Schabracken an. Oh mein Gott, Leute. Das muss ich auch später aufräumen. Das habt ihr nämlich noch gar nicht gesehen. Hier sind nämlich auch einige Schabracken. Ja, jetzt stehe ich hier in meinem Chaos drin. Auf jeden Fall einfach habe ich schon. Und ja, den Gürtel, den nehme ich mit nach Hause, weil der, oh Gott, wie peinlich, schaut mal Leute, da ist sogar noch ein Preisschild dran. Und den fand ich so wunderschön, das ist der von Crema, der glitzert nämlich so schön, oh Mann, eigentlich könnte ich den gleich anziehen heute. Würde voll gut passen. Leute, ich ziehe ihn an. So, ich habe ihn jetzt tatsächlich angezogen, wie ihr sehen könnt. Und er ist echt richtig schön, hat überall Glitzer, also passt er perfekt zu mir. Oh Mann, ich könnte weinen. Warum ist es so unordentlich? Hilft jetzt nichts. Ich muss weitermachen. Ich gebe euch gleich ein Update, wie es hier weiter ausschaut. Ich werde es jetzt halt erstmal hier rausreißen, weil ich ja mit den Bandagierunterlagen weitermachen will. Oh Gott. Okay, wir sehen uns gleich. So, kleines Update. Ich habe das hier unten alles rausgerissen. Die Schabracken hier aufgehängt. Aber ich brauche auf jeden Fall mehr solche Aufhänger, weil ich eben hier auf der Seite auch noch viele Schabracken ja, übereinander habe, wie ihr sehen könnt. Und daher brauche ich auf jeden Fall noch weitere solche Aufhänger. Meinen Regenmantel werfe ich auch einfach mal auf den Boden. Ja, mein Boden schaut auch wieder aus. Leute, aber es wird, sage ich euch. Es wird. Ja, abgesehen von hier oben. Jetzt habe ich erstmal die Reihe hier gemacht und eben das alles rausgezogen. Und jetzt hat... gehe ich mal hier weiter. So, ich habe jetzt das Schnickschnack hier oben schon hingeräumt und habe hier die Seite auch ein bisschen aufgeräumt, die Stricke aufgekordelt, wie ihr sehen könnt. Und jetzt bin ich dabei. Ich habe jetzt hier alle vier Bandagierunterlagen gefunden und hier auch. Ich habe die pinken zusammengerollt und jetzt schaue ich mal, wo ich die irgendwie noch unterbringe, die Bandagierunterlagen. Wobei ich die, glaube ich, erstmal waschen sollte. Kann man die einfach so waschen? Muss ich mal ausprobieren. Hier habe ich auch sauber gemacht und neue Produkte reingetan und Leckerlis. Und dieses muss ich noch aufmachen und sauber machen. So schaut jetzt halt die Situation aus. Auf jeden Fall schon mal viel besser. Und hier muss ich jetzt gleich weitermachen. Und der Boden schaut eigentlich schon gleich mal viel besser aus, oder? Ich bin mit meinem Schrank durch. Man glaubt es kaum, aber ich kann euch das ganz genau zeigen. Ich habe hier oben, wie schon die Kiste sagt, Schnickschnack drinnen. Hier habe ich so ein paar Equizaum-Zusatzsachen drinnen. Dann habe ich hier oben Bandagen und Bandagierunterlagen. Also ich hätte hier auch noch Platz, was hinzustellen. Dann kommen wir hier zu meinen Schabracken. Ein Teil meiner Schabracken habe ich jetzt auch wieder ordentlich hingehängt. Hier unten ist nichts mehr, da hatte ich ja auch sämtliche Sachen einfach reingepfeffert. Die Helme sind endlich an ihrem richtigen Platz, wo auch Helm steht, passen sogar hintereinander. Also das ist echt mega cool. Ich hatte die sonst immer draußen, also an die Spinntür dran gehängt oder auch oben hingetan. Hier zum Beispiel, da war auch ganz viel, das habe ich auch aufgeräumt. Die zwei Sachen muss ich noch aussortieren. Das wird ein separates Video geben oder werde ich vielleicht auch nicht mitfilmen. Das sind nämlich so, ja, Pferdeartikel, Pferdepflegesachen und hier oben ist die Apotheke und die muss ich jetzt halt echt mal aussortieren. Aber das, wie gesagt, werde ich nicht mitfilmen. Dann habe ich hier neue Putzsachen. Hier habe ich auch ein paar Sachen noch drinnen. Wie gesagt, mein Helm, da ist meine Longe, die ich eigentlich auch noch hier reinmachen möchte. Hier ist nämlich auch meine Doppellonge drin, wie ihr sehen könnt. Sonstige Pflegeutensilien. Hier habe ich dann die Longe, wie gesagt. Dann habe ich hier ja, Reflektoren drin in der untersten Schublade. Hier sind ja meine Putzkiste, meine Schermaschine, meine Stiefel. Hier unten drunter sind die Hufschuhe und da ist nochmal eine Kiste mit so Kleinzeug, also das bleibt da auch drinnen. Hier habe ich meine Halfter hingehängt und ordentlich hingehängt und hier außen
hängt nur noch meine, ja, meine Trense und nicht mehr der Helm. Manchmal ist der Helm nämlich noch drauf geklatscht und auch mein Halfter. Und auf der anderen Seite, was ich jetzt auch wieder mitnehmen werde, ist meine Überziehhose, die ich mir bei Crema gekauft habe. Und nochmal eine Trense und eben mein Mantel. Und der wird ja dann auch irgendwann nicht mehr hier hängen, weil es einfach dann zu warm wird. Ja, ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Es schaut jetzt wirklich wieder ordentlich aus. Ich kann wieder alle Sachen rausnehmen und es war wirklich Chaos. Es war wirklich Chaos. Hat zwar lange gedauert, aber es schaut wieder super picobello aus. Also für mich picobello. Für manche ist es sicherlich auch noch unordentlich. Zum Beispiel diesen Strick. Ich habe vorne eben die Fahne noch am Halfter gehabt, weil ich Hufschmiedtermin hatte. Und das muss ich eben noch aufwickeln. Genau. Dann schaut es eigentlich wieder tippitoppi aus. Ich hoffe natürlich, mein Spind-Update, Aufräum-Update, hat euch gefallen. Ich würde mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Wer läuft jetzt hier entlang? Gerade ein Pferd entlang gelaufen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ob ihr auch einen Spind habt oder wo sind eure Sachen untergebracht. Schreibt mir das gerne mal. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.